Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir Ilias Erinnerungen wiederhergestellt und jetzt haben wir die Aufgabe, die kumulanischen Schriftzeichen aus den Eulenstatuen oder durch die Eulenstatuen zu finden. Und es sind, nicht ganz so wenige, wie ich es mir eigentlich gehofft hatte, aber ich meine, hier haben wir schon eine. Dürfte eigentlich. Und hier ist auch eine. Aha. Ja gut, also machen wir das gleich an die Arbeit. Ich werde versuchen, alle Eulenstatuen jetzt in die Folge hier reinzuquetschen, selbst wenn sie dadurch wieder ein bisschen länger wird. So, erstmal hier raus. Vielleicht kommen wir so auch noch an das eine oder andere Herzteil ran. Mal sehen. Schleimmonster. Ja, da ist noch eine Kiste, also da oben drauf zumindest. Aha. Oh, komm mal runter da. Da, wo die Statue draufsteht, kriegt man schon dieses Schriftzeichen, was man braucht. Okay, ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Dokuments lesen. Aber es sind immer noch Lücken da, okay. So, wir werden hier. So, mal probieren. So. Ja, das klappt gut. Und hopp. Nice. Gleich mitkommen. Nochmal. So. Phew, und das nur wegen der Kiste, hm? Ich hoffe mal, ich komme da hin. Oh, ich denke mal schon. Jawohl. Und hopp. Haha, nice. So, was haben wir hier drin? Ein Stempel, das Hylianische E. Okay. So, Impona. Auf zum nächsten. Dafür müssen wir die Brücke von Eldin überqueren. Hoppala. Okay. Puh. Die ganzen Schriftzeichen zusammen, nur damit dieser blöde Jago uns die eine Eulenstatue in diesem unterirdischen Verlies von Kakariko bewegen kann, beziehungsweise dort ein Loch freischaltet. Haut ab! Oh, so. Da unten sehe ich eine Höhle.
Hau ab! Mona, was soll das werden? Ist Fido. So. Hier haben wir unsere Eulenstatue. Schriftzeichen gleich Rab. Ja, ja, immer noch Lücken, ich weiß. So, Eulenstatue, kannst du uns irgendwo helfen, oder? Sieht irgendwie nicht so aus. Hm. Ich sehe da hinten aber trotzdem noch einen Höhleneingang. Muss ich mir doch mal ansehen, ob man da irgendwie hinkommen kann oder ob ich... War ich da schon? Die haben mir den Felsen weggesprengt. Runter. Ich probiere es. Oh. Ey, das geht ja wirklich. ja. Jetzt müsste ich natürlich nur irgendwie einen Weg darüber finden. Okay. Von hier aus, ja, bräuchte ich noch einen zweiten Fanghaken. Es führt aber auch keinen Weg darüber. Oder man kommt da raus. Von einer anderen Höhle aus. Das wäre natürlich auch möglich. Aha. Und hopp. Nee. Ja, ich glaube, hier ist so eine Höhle. Die bis nach da unten führt. Man kann es ja mal probieren. Okay. Ich weiß, ich habe mich eigentlich jetzt um die Eulenstatuen kümmern wollen, aber wenn ich schon da so einen Höhleneingang finde... Oh. Ah, hier muss ich wieder Ausrüstung für die Goron-Mine anlegen. Uiuiui. Haut ihr mal schön ab. So, möglichst direkt drüber fallen lassen. Hey! Okay, das hat irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich muss ich die Eisenstiefel mitten im freien Fall erst aktivieren. Los, kommt her! Ey! Oder ich muss runterspringen. Vielleicht reicht dieser Magnetstrahl nicht so weit, dass ich mich nur hart fallen lassen müssen, sondern ich muss da richtig hinspringen. Das kann auch sein. Aha! Okay! So wird ein Schuh draus. Was zum Teufel soll es hier geben? Ich wäre für ein Herzteil dankbar, aber... Boah!
Haut ab! Okay. Boah, echt jetzt? Anscheinend lag ich gar nicht so verkehrt damit, dass diese Höhle bis da unten führt. Wow. Okay. Hier sehe ich zwei Möglichkeiten für Kisten. Eine durch das Fackelanzünden, eine die schon da ist. Herzteil. Nice. Hier könnte entweder ein Stempel oder Geld rauskommen. Ein Stempel. Ein Herzteilstempel. Oh. Nice. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt hier an dieser Höhle raus. Alles klar. Naja, ist immer ein Herzteil dabei rausgekommen, hm? Ist doch eher gut. So, Papierstab. Und jetzt dürfen wir jetzt wieder zurückschwingen. So, hier hin. Hopp. Ja gut, ich hätte mich auch zur Brücke von Eldin porten können, aber das wäre nur eine Sache von Sekunden gewesen, der Unterschied. Och, meine Güte, los jetzt. Oh, jetzt sind die wieder da. Nee, nicht losrennen in den Abgrund. Das kommt irgendwie nicht so geil. So. Wir sind jetzt hier fertig. Zumindest was die Eulenstatue angeht. Hallo? Ach so, das ist die in dem Heiligtum. Die ist als letztes dran, alles klar. Wenn die ganzen Buchstaben fertig sind. So. Hier unten. Zwei Stück. Boah, kann ich eigentlich gleich den Weg gehen, den ich hier schon einschlage? Mit dem Honak geht es ja zum Glück etwas schneller. Sind bereits, bis jetzt sind es, glaube ich, zwei Herzteile, von denen ich weiß, die ich noch nicht geschafft habe hier bei der Aufnahme. Und zwar einmal diese Kanufahrt mit den Krügen zerstören, also wo man immer aneckt und Punkte dabei verliert. Oh. Dann dieses Katzenansprechen hier in dem vergessenen Dorf, das dürfte auch noch ein Herzteil geben. Irgendwo noch was, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das sind auf jeden Fall nervige Aufgaben. Hey! Hier haben wir einen Geist. Komm her! Da werde ich nicht alle hinkriegen, aber... Hau ab! Blöder Exalfos! Okay, ich stecke hier gerade ein bisschen ein, aber... Was soll's? Das tut man nicht alles für eine Geisterseele. Wie ich schon sagen wollte, ich werde nicht alle kriegen, aber... Es hindert mich nicht daran, so viele einzusammeln, wie ich kann. So. Auf geht's. Insekten brauchen wir uns nicht mehr zu interessieren. Wir haben jetzt die Maxi-Geldbörse. Okay. Puh.
Uns jetzt nur noch zwei Herzteile bis zum nächsten Herz fehlen. Könnte der 7. Dungeon für uns 2 Herzen einbringen, sofern ich jedes Teil da finde. Aber ich denke mal schon. Ah ja, hier. Die Stelle kenne ich noch, aber ich werde mich erstmal um die kleinen Experten hier kümmern. So. Sogar an den Buchstaben ranzukommen, ist hier eine kleine Fummelei, aber... So. So, dürfte hinhauen. Jawohl. Es ist noch lückenhaft, ich weiß. So, dann kommen wir mit. Jetzt müssen wir natürlich hier einen Weg durch die ganzen Trümmer finden. Aber das passt schon. So. Dürfte hinhauen. Wenn es auch ein bisschen... Nee, tut's nicht. Tut es nicht. Ja, ich bin kistensüchtig. Hopp und hopp. Passt doch. Geld. Nice. Gut für unsere magische Rüstung. Ich weiß nicht, brauche ich noch Rubine für irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. So. So, wir müssen nur einen kleinen Schwenk machen. Bis zum nächsten. Boah. Ja, der Besuch in der Höhle hat mich jetzt zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber... Dabei ist immer ein Herzteil rausgesprungen, deswegen macht das nichts. Ich werde mich trotzdem noch um jede Eulenstatue hier kümmern. So, und die ist hier direkt um die Ecke. Naja. Achso, das war einer dieser komischen Hunde. Sehen, reicht das? Ne, die muss hier stehen. Genau hier. So. Buchstabe ist immer wichtiger als die Truhe. So. Immer noch lückenhaft. So, jetzt ist so ein bisschen rumgefummelt. Ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie hinhaut, aber tut's nicht. Ach, Herrgott, nochmal. Oder gibt's da oben? Ne, da oben gibt's keine Pflanzen. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich glaube, da war es ungefähr. Ja, oh, den gehauen. Na, ja, nicht von hier, nicht von hier. Das könnte ein bisschen eng werden. Vielleicht noch ein bisschen von mir weg. So. Versuchen wir es. Das war immer noch zu nah dran.
Ach Mensch! Ist das nervig, an die Kiste ranzukommen. Wehe, das lohnt sich nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt könntest du wieder etwas zu weit wegstehen. Aha, okay. Jetzt nur noch ein Sprung da drüber und... Oh, meine Güte. Na gut, Geld. So halbwegs hat es sich gelohnt. Gut. Na komm. So. Wir haben jetzt hier die Buchstaben. Können wir von hier aus nach Fiorone reiten? Ja, eigentlich nicht. Das dauert dann doch wieder ein bisschen länger. Dann können wir auch gleich warpen. Direkt hier hin. Mal geradeaus. Nicht Epona rufen, Mensch. Ja, hier lang, oder? Ja, und jetzt hier bei den Felsen vorbei, okay. Wenigstens ein bisschen Knete. So. Ja, ich schätze, die Statue muss hier rein. Ha. Aber komm erstmal raus. Okay. Jetzt stellen wir dich in diese schöne Öffnung hier rein und ich schätze mal, ja, mit Mietner können wir da als Wolf hochspringen. So. Was auch immer es hier gibt. Noch ein Herzteil, ey, Mensch. Alrighty. So, wo gab's jetzt? Ich glaube, hier in der Gerudo-Wüste gab's noch einen. Ansonsten haben wir schon alle, hm? Das ging doch fix, Mensch. In den Schneelanden gab's keinen. Ja. Nur noch hier in der Wüste. Okay. Irgendwie mehr Eulenstatuen in Erinnerung, aber kann auch nur eine Täuschung sein. Was soll's. Ja, und diese Höhle hier. Ich weiß nicht, mache ich die mal oder mache ich die nicht? Vielleicht kurz vorm Ende. Wenn wir den letzten Dungeon geschafft haben und eigentlich nach Hyrule Stadt müssten oder das Schloss, werde ich das mal davor versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich werde es versuchen. So, und das hier wird ja auch sehr lustig. Okay, schon den Buchstaben zu erreichen, dürfte wieder eine kleine Kunst werden.
So, näher geht's nicht. Aber okay. Für die Buchstaben reicht's. Antikes Dokument vollständig. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich ergänzt. Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Lege es auf die Tasten und zeige es verschiedenen Leuten. Aha. Aber erstmal Kiste. Vorsichtig. So, wie sieht's aus? Reicht das? Könnte. Ja. Ja. Blöd auch, dass man hier nicht so viel Platz hat, um das Ding zu bewegen. Ich setze jetzt noch ein bisschen in die Ecke rein. So. Drückt mir die Daumen, Leute. Jawohl. Und wieder 100 Rupies. Okay. Gut, Leute. Ach, was soll's. Wir werden jetzt... ja, wir... gehen nach Kakariko zurück und werden ihm das jetzt schon in der Folge zeigen. Dungeon Nummer 7 dürfte ja eigentlich nicht mehr allzu weit weg sein, jetzt wo wir alle Zeichen haben. Wir legen das auch gleich mal auf. So. Na, Ilia. So, Jargo. Hier hast du es vollständig. Lies draus vor. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Du, da steht ja jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Link, ich werde nochmal den Zauberspruch vortragen. Ah, die Eulenstatue ist bewegbar. Sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Ach nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Link, ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf kriegen. Okay. Kopierstab ausrüsten und Statue bewegen. Gut. Bitches love cannons. Link, wie hast du dieses steinerne Statue und das hier? Unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass hier irgendwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Tja. Eine Kanone. Was machst du jetzt, Link? Ja, warpen wäre nicht schlecht, aber... Der Typ da schaut uns schon die ganze Zeit an. Jago, kannst du dich mal verpissen?
Möglicherweise störe ich? Unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Also dann, Link, du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Dankeschön. Ach ja, lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Also, bis dann. Am Hyliasee ist doch so ein Kanonenfuzzi. Das war ein bisschen gemein von uns, oder? Ach, pff. Mir doch egal. So, jetzt können wir das Teil warpen. Auf damit zum Hyliasee. Falsches Gebiet hier unten. Okay. Phew. Okay, jetzt müssen wir den Mann nur noch ansprechen. So. Dieser komische Fuzzi mit seinen Kanonen hier. So, Kumpel, kannst du uns mal helfen? Hey. Ja, da guckst du schon richtig. Sag mal, ist das deine? Jetzt schon. Du bist also so verrückt danach, dass du dir sogar eine eigene Kanone besorgt hast. Dann wollen wir uns dein Punktstück doch mal aus der Nähe ansehen. Hm. Das ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell. Hm? Außerdem habe ich gar keine Zündvorrichtung dafür. Im Moment kann man die also gar nicht benutzen. Ich könnte natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine, du machst das nicht gratis, was? Würde dich natürlich 300 Rubine im Voraus kosten, interessiert? Ja gut, wir haben ja genug Geld gefunden. Wusste ich's doch. Ich weiß genau, was du willst. Dauert auch gar nicht lang. Ja, ein paar Tage hat's gedauert. Nicht lang. So, das hätten wir. Hab sie repariert, glaube ich zumindest. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, aber was drin steckt, ist super. Das Ding bringt dich vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass aber auf, ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also, ich gehe dann mal, will dich ja nicht stören. Viel Spaß wünsche ich dir. Ah, 300 Akten. Oh, okay. Und wir müssen hier in das Kanonenrohr rein. Per Fanghaken natürlich. Gut, Leute. An der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann ist wieder Dungeon Time. Das Ding schießt uns direkt zum 7. Dungeon. Also, bis zum nächsten Mal. Tata! Hee hee hee!